Dieses Video wird euch präsentiert vom XMG Neo 15. Checkt die Links in der Beschreibung für weitere Infos und einen exklusiven Rabattcode. Supermassive Games erweitern ihre Dark Pictures Anthology um einen weiteren Ableger. Die Serie, die am Ende aus 8 alleinstehenden Titeln bestehen soll, zieht mit dem dritten Abenteuer House of Ashes in den Irak. Dort übernehmen wir die Kontrolle über verschiedene Mitglieder einer Spezialeinheit, die unter dem Sand auf grauenvolle Monster stößt. Das Spielprinzip aus Erkunden, Entscheidungen treffen und gelegentlichen Quicktime-Events bleibt dabei weiterhin unverändert. Wir sehen im Prinzip einen Film, dessen Handlung sich in Schlüsselmomenten verändern kann. Je nachdem, ob ein passender Button gedrückt oder eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde. Die Beziehungen zwischen den Figuren werden durch Dialogentscheidungen aufgebaut und beeinflussen den Ausgang der Geschichte und wer diese zum Schluss auch überlebt. Wer mit der Reihe oder ihrem geistigen Vorgänger Until Dawn nur wenig anfangen kann, der wird auch hier keine plötzliche Offenbarung erleben. In der kurzen Zeit, die wir mit dem Spiel verbringen konnten, hatten wir allerdings trotz des wenig innovativen Gameplays durchaus Spaß mit House of Ashes. Die Story des Spiels dreht sich um die eingangs erwähnte US-amerikanische Spezialeinheit, die 2003 im Irak stationiert ist und dort chemische Waffen aufspüren soll. Bei einer Mission bricht der Boden unter ihren Füßen ein und sie finden sich in einem verschütteten Tempel wieder, in dem sich seltsame Kreaturen herumtreiben. Das Ziel der Mission und die Vorgänge, die zum Ausbruch der Kreaturen geführt haben, wurden in der Demo-Version nur angedeutet. Klar ist aber, dass wir es in House of Ashes wieder mit allerlei übernatürlichem Spuk zu tun bekommen. Unter anderem konnten wir Hinweise auf den mesopotamischen Dämon Pazuzu entdecken, der jedem ein Begriff sein sollte, der den Horrorklassiker Der Exorzist gesehen hat. Für Story und Atmosphäre ließen sich Supermassive Games allerdings auch von anderen Geschichten inspirieren. Die Monsterfilme Alien, Predator und The Descent sowie die Lovecraft-Novelle At the Mountains of Madness dienten laut Entwickler allesamt als Vorlage für das Adventure. Wir kontrollieren im Lauf der Handlung abwechselnd 5 verschiedene Charaktere, die zu Beginn noch örtlich voneinander getrennt sind. In der Demo-Version teilten sich diese in 3 Parteien auf: das Militärforschungsteam Rachel und Eric King, den Iraker Salim und die Marines Nick und Jason. Im Singleplayer-Modus steuern wir in jedem Kapitel nur eine Figur und reagieren dementsprechend auf die Aussagen und Entscheidungen der anderen Charaktere. Wahlweise können wir aber auch, wie schon in den direkten Vorgängern, im Online-Koop-Modus zu zweit losziehen. Dann übernimmt ein Spieler den Gegenpart in Dialogen und kann so zusätzliche Änderungen an der Handlung vornehmen. Inwiefern das tatsächlich langfristig die Story oder die Beziehungen der Figuren beeinflusst, können wir nach knapp einer Stunde Spielzeit noch nicht sagen, zumal die Antwortmöglichkeiten meist doch in eine ähnliche Kerbe schlagen. Das Potenzial, 2 komplett unterschiedliche Figuren mit unterschiedlicher Dynamik zu erschaffen, ist jedoch vorhanden und einer der spannendsten Aspekte von House of Ashes. Nick, was ist los? Hab was gesehen. Was meinst du, was gesehen? Es sah nicht menschlich aus. Ein dicker Wermutstropfen ist, dass der zweite Multiplayer-Modus Filmabend wieder mal vollkommen überflüssig ist. Inhaltlich deckungsgleich mit der Singleplayer-Geschichte besteht der einzige Unterschied zu einer Solopartie darin, dass die Spielergruppe darauf hingewiesen wird, den Controller beim Figurenwechsel weiterzureichen. Ein richtiger Couch-Koop-Modus, der sich stattdessen am deutlich interaktiveren Online-Multiplayer orientiert, wäre hier nicht nur eine wünschenswerte Dreingabe, sondern ein essentielles Feature gewesen. Was die Entscheidungen selbst angeht, bewegen sich die Konsequenzen auf dem kompletten Spektrum. Von absolut belanglos bis überraschend gravierend ist alles dabei. Um das System auf Herz und Nieren zu prüfen, haben wir mehrere Spieldurchgänge gestartet und darin jeweils andere Wege gewählt. Auch die Quicktime-Events und Button-Prompts haben wir mal brav gemäß der Vorgaben absolviert und mal bewusst versemmelt. Der erste Eindruck fällt dabei durchaus positiv aus. Auch wenn es Passagen gibt, in denen es absolut keinen Unterschied macht, ob ein Knopf rechtzeitig gedrückt oder genügend Button-Mashing betrieben wurde. Es gab auch immer wieder Stellen, in denen schon ein einziger Fehlgriff über Leben und Tod einer Figur entscheiden konnte. Can't find a pulse. Can't find a fucking pulse. Can't be. I didn't mean... He's gone, Nick.
Morrowind's dead. So führte in einem Spieldurchgang eine unserer Entscheidungen zu einem verfrühten Ableben eines Protagonisten, in einem anderen entschieden wir uns gegensätzlich und der Charakter atmete am Schluss noch. Manchmal ist es in House of Ashes sogar möglich, für dieselbe Entscheidung zwei unterschiedliche Konsequenzen zu bekommen, je nachdem, welche Ereignisse vorher in der Geschichte stattgefunden haben und welche Beziehungen die Figuren untereinander pflegen. Da ein NPC ganz besonders gefährdet schien und uns in allen bisherigen Spieldurchgängen wegstarb, machten wir es uns zur Aufgabe herauszufinden, ob es für ihn überhaupt irgendwie möglich ist, dem Schicksal von der Klinge zu springen. Und tatsächlich schafften wir es in einem Durchgang durch präzise Entscheidungen und eine Kombination aus korrekt und korrekt ausgeführten Quicktime-Events, den Charakter am Leben zu erhalten. Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Konsequenz durch das gesamte Spiel zieht. Was technische Belange angeht, können wir noch keine definitive Aussage treffen, da es sich bei unserer Kopie des Spiels noch um eine Work-in-Progress-Version handelt. Bis auf einige kleine Grafik- und Audio-Glitches sind uns allerdings zum Glück auch keine Störungen untergekommen. Die Vertonung ist im Deutschen etwas flacher geraten als im englischen Original, die Dialoge selbst wirkten aber in beiden Sprachen oft unnatürlich. Das trägt zwar zum B-Movie-Charme bei, den Studio Supermassive schon seit Until Dawn in den Horror-Adventures kultiviert. Eine tatsächliche emotionale Bindung zu den Figuren und ihren Konflikten aufzubauen, wird den meisten dadurch aber schwerfallen dürfen. Vor allem eine sich anbahnende Dreiecksbeziehung zwischen den Figuren Rachel, Eric und Nick wirkt konstruiert und die Gespräche darüber an vielen Stellen deplatziert. Ich will dich zurück, Rach. Bei der Spielzeit bewegt sich House of Ashes wahrscheinlich im selben Rahmen wie schon die Vorgänger Man of Medan und Little Hope. Die schlugen mit rund 4,5 Stunden zu Buche. Aufgrund verschiedener Geheimnisse, Abzweigungen und Enden lohnen sich jedoch auf jeden Fall mehrere Spieldurchgänge. Ihr bekommt für eure knapp 30 Euro also durchaus was geboten, wenn der neue Teil der Dark Pictures-Reihe am 22. Oktober auf PC, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One und Series erscheint. Habt ihr Until Dawn oder einen der Dark Pictures Vorgänger gespielt? Welches Setting fandet ihr bisher am besten? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns auch ein Abo und ein Like da, sollte euch das Video gefallen haben. Für noch mehr Infos zu House of Ashes und allem weiteren aus der Welt der Videospiele, schaut mal auf pcgames.de vorbei.